80 Millionen. Manch Blockbuster hat 10-mal so viel Budget wie Ihr gesamtes Ministerium. Liebes Präsidium, liebes Kollegium, liebe Staatsministerin. Das zeigt, wie wenig Games- und Filmförderung wir eigentlich haben. Und ja, Filmförderung ist wichtig. Und ja, wir feiern international Erfolge mit Film und Games. Aber wie wir hier mit öffentlichen Mitteln steuern wollen, da haben Sie, liebe Frau Gerlach, kein Konzept und kein Ziel. So ist beispielsweise die ökologisch-sozial nachhaltige Filmproduktion keine Utopie. Zumindest dann nicht, wenn man sie mutig anpackt. Bundesweit wird daran schon gearbeitet. Hier schläft die schwarz-orange Koalition leider noch. Wenn Sie Ihre Politik aber weiter so betreiben, liebe Kolleginnen und Kollegen der CSU und der Freien Wähler, dann verschlafen Sie den Anschluss an die Wettbewerber. Denn die sind hellwach. Nachhaltige Filmproduktion ist eine Investition in die Zukunft. Sie ist in Zeiten von Vereinbarkeit von Beruf und Familie, in Zeiten hoher Mieten, in Zeiten des Klimanotstandes eine Standortfrage. Filmproduktion wird in großen Teilen durch öffentliche Mittel finanziert. Mit diesen Mitteln prekäre Arbeitsverhältnisse finanzieren, das geht nicht. Die Leute stimmen mit den Füßen ab. Hören Sie sich mal um, wer jetzt mit der beginnenden Drehsaison keine Fachkräfte findet. Die Menschen arbeiten lieber dort, wo Nachhaltigkeit gefördert wird. Und die Menschen sehen, es ist falsch, Steuergelder für Produktionen einzusetzen, die unsere natürlichen Lebensgrundlagen schlichtweg zerstören. Genau das passiert aber gerade mit den Millionen, die in die Filmförderung hier in Bayern fließen. Wir sind da in der Verantwortung. Energieverbrauch und CO2-Ausstoß der Film- und Fernsehindustrie sind immens. Durch ökologisch nachhaltige Produktion könnte diese Umweltbelastung fast halbiert werden. Es gibt grüne Alternativen, zum Beispiel bei Transport, Licht, Strom. Diese Alternativen sind nicht nur bezahlbar, sie sind auf Dauer sogar günstiger als bisher standardmäßig eingesetzte Produktionsmittel. Das Problem? Die Nachfrage. Die Nachfrage ist aufgrund hoher Entwicklungs- und Anschaffungskosten sowie Kostendruck bisher sehr gering. Genau hier müssen die Förderprogramme ansetzen, um die Branche in die Zukunft zu führen. Hier müssen wir zukunftsweisende und nachhaltige Produktion fördern, bevor wir den Anschluss verschlafen. Mit diesen Mitteln zur nachhaltigen Filmproduktion, die wir in unseren Anträgen zum Haushalt gefordert haben, wäre es hier in Bayern endlich möglich gewesen, auf einer breiten Basis technologische Innovationen im Bereich umweltfreundlicher Filmproduktion zu entwickeln, die Anschaffung dieser Technik für Filmdienstleister attraktiv zu machen und den Einsatz dieser Technik zu belohnen. Wir haben hier in Bayern Top-Firmen, Traditionsfirmen und junge Start-ups. Und wir wollen, dass diese Top-Firmen auch morgen noch konkurrenzfähig sind. Dass der CSU-Freie Wählerregierung aber leider in keinster Weise an der Zukunft des Filmstandorts Bayern gelegen ist, zeigt sich auch an den Wahlkampfversprechen, die das CSU-Kabinett vor der Wahl noch vollmundig beschlossen, dann aber leider nicht gehalten hat. 4,6 Millionen wurden der Hochschule für Fernsehen und Film per Kabinettsbeschluss zugesagt. In einem neuen Studienschwerpunkt sollten Kompetenzen im Bereich computergenerierte Effekte, VFX, vermittelt und hochspezialisierte Fachleute ausgebildet werden. 7 neue Stellen waren geplant. Wie viel Euro finden sich nun im Doppelhaushalt von dem versprochenen Geld? Na, was meinen Sie? Ja, genau 0 Euro hat man in den Haushalt eingestellt. 0 Euro. Wie bekomme ich Talente nach Bayern, haben Sie, Kollege Kirchner, gerade gefragt. Na, jedenfalls so nicht. So nicht. VFX dominieren nämlich schon heute das Filmemachen. Sie sind beispielsweise für Games und Werbung unabdingbar. Und die Butter auf dem Brot von Drehbuch, Regie und Kameraarbeit. Deshalb haben Sie auch so viele Briefe aus der Branche bekommen zu dem Thema. Gerade an der Hochschule für Fernsehen und Film, wo die Zukunft unseres Films gemeinsam lernt und für unseren Standort Nachwuchskräfte gesichert werden, gerade da muss man auch weiterhin leider völlig darauf verzichten, die Studierenden mit dem nötigen Handwerkszeug für unsere digitale Zukunft auszustatten. Wie sollen Studierende denn mit Technologien arbeiten lernen, die anderswo seit Jahrzehnten angewandt werden, hier aber schlicht bisher nicht gelehrt werden können? Wie paradox ist es dann, wenn man an anderer Stelle die Games wieder fördern möchte, aber die Fachkräfte fehlen? Blöd halt, wenn man mühsam VFX-Firmen ansiedelt, aber keine Leute ausbildet. Fachkräftemangel beklagt die bayerische Filmbranche inzwischen allerorten. Die Staatsregierung juckt das wenig. Statt zu einmal gegebenen Versprechen zu stehen, stopft man mit rasch hingeworfenen Brocken das Maul der Betroffenen.
Die Sicherung des Filmstandorts Bayern, meine Damen und Herren, die sieht anders aus. Denn was hier gerade abfährt für den Filmstandort Bayern, das ist der Zug in Richtung Zukunft. Das ist der Zug zum Erhalt und zur nachhaltigen Sicherung eben dieses Standorts. Und es sind die Menschen in der Branche, die man hier ganz einfach im Regen stehen lässt. Aber keine Sorge, die anderen Länder im Wettbewerb werden nicht auf uns hier in Bayern warten. Filmschaffende von hier, die müssen schon heute in Schleswig-Holstein grüne Nachhaltigkeitsdrehpässe abholen. Die müssen sich schon jetzt in Baden-Württemberg ausbilden lassen, wo man die Weichen auf Zukunft längst gestellt hat, um im Zeitalter der Digitalisierung am Markt bestehen zu können. Der Zug wartet nicht. Steigen Sie bitte endlich ein. Wir helfen Ihnen gern. Vielen Dank.